Hallo, mein Name ist Markus Mingers. Ich bin seit 15 Jahren Anwalt, hier spezialisiert auf die Rechte der Verbraucher und insbesondere auch auf sogenannte Massenverfahren. Hier eben der Abgasskandal. Der Abgasskandal betrifft sowohl den gesamten Volkswagen-Konzern, also auch Porsche, Skoda, Audi und so weiter, und aber auch den Daimler-Skandal. Diese Massenverfahren führen wir seit Jahren durch in den verschiedensten Bereichen und haben schon tausende von Fällen erfolgreich zum Ende gebracht. Du als Betroffener des Abgasskandals hast vielleicht sogar schon das Software-Update gemacht, aber selbst wenn du das Update hast aufspielen lassen, ist der Mangel an sich nicht behoben, denn nach dem Update treten gegebenenfalls erhöhte Verbrauchswerte ein, sodass du auch da natürlich einen Minderwert hast. Das zweite ist, auf jeden Fall liegt ein sogenannter merkantiler Minderwert vor. Das heißt, bei einer Weiterveräußerung des Fahrzeugs ist dieses auf jeden Fall weniger wert im Markt. Denn wer will denn ein Fahrzeug kaufen, was vom Abgasskandal betroffen ist? Und bei der unsicheren Lage weiß ja gerade keiner, wie dann später damit verfahren wird, ob gegebenenfalls sogar das Kraftfahrtbundesamt irgendwann mal entscheiden sollte, dass die Fahrzeuge nicht mehr zugelassen werden. Du hast zwei Anspruchsgegner. Einmal natürlich den Händler, bei dem du das Fahrzeug gekauft hast. Hier zunächst einmal gerichtet auf Nachbesserung, das heißt das Software-Update machen lassen. Wenn danach dann erhöhte Verbrauchswerte festgestellt werden, ist die Nachbesserung gescheitert und du hast die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. Du hast aber auch den Konzern an sich als Anspruchsgegner nach unserer Einschätzung, und das wurde auch schon mehrfach gerichtlich bestätigt, denn es gibt mehrere Gerichte, die haben dem Volkswagen-Konzern ins Urteil geschrieben, dass diese betrogen haben, also zivilrechtlich heißt das dann arglistig, getäuscht haben. Und daraus ergeben sich dann noch darüber hinausgehende Ansprüche für dich. Das heißt, du hast sowohl den Händler als auch den Konzern als Anspruchsgegner, um deine Rechte hier vernünftig und zügig geltend zu machen. Zügiges Geltend machen ist momentan angesagt, denn es kann sein, dass deine Ansprüche zum Jahresende verjähren, denn 2 Jahre ab Kenntnis, sagen manche, wäre hier die Verjährungsfrist. Wir wollen die Pferde da nicht scheu machen, aber es wäre gut, wenn man hier zügig seine Rechte wahrt und hier auf den entsprechenden Anspruchsgegner zugeht. Wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, klick doch hier unten, da erfährst du mehr, da bekommst du eine Checkliste und weißt genau, was du zu tun hast. Vielleicht sehen wir uns ja im gemeinsamen Kampf um dein Recht.